Auf dem Rückweg von Rom in Ravenna empfing Otto I. eine byzantinische Gesandtschaft. Der Basileus Nikephoros Phokas wollte einen Friedens- und Freundschaftspakt schließen. Otto schlug vor, das auch mit einer Heirat zu unterstreichen. Sein Sohn sollte eine purpurgeborene Prinzessin heiraten. Allerdings interpretierte der byzantinische Hof Ottos Agieren in Süditalien als Invasion in das Oströmische Reich. Ansprüche auf weitere Gebiete wurden nie offiziell aufgegeben, auch wenn sich die Faktenlage inzwischen massiv geändert hat. Weihnachten 967 schließlich wurde Otto II. In Rom zum Mitkaiser gekrönt. Derweil spitzte sich die Situation mit Konstantinopel zu. Nun wurde die Titelfrage wieder virulent. Nikephoros Phokas forderte für eine Hochzeit noch dazu die Abtretung Ravennas und Roms. Schlussendlich kam es zum Krieg. Der Konflikt fand sein Ende durch Palastintrigen in Konstantinopel. Kaiser Nikephoros Phokas wurde im Dezember 969 von seinem Konkurrenten Johannes Zimeskes im Einvernehmen mit Kaiserin Theophano der Älteren ermordet. Da Byzanz im Osten militärisch bedrängt wurde, suchte Johannes Zimiskes Frieden im Westen. 971 kehrte ein Gesandter aus Konstantinopel mit Prinzessin Theophano zurück. Sie war allerdings nicht eine Purpurgeborene, sondern eine Nichte des neuen Kaisers. 972 wurden Otto II. Und Theophano in Rom getraut, Theophano zur Kaiserin gekrönt. Damit war Frieden geschlossen und die kaiserliche Familie konnte nach Norden zurückkehren. Im Reich wurde die Rückkehr ausgiebigst gefeiert. Anfang Mai 973 starb Otto I. mit 61 Jahren. Er wurde in Magdeburg, das er begründet hatte, beigesetzt.